Hi und herzlich willkommen zu Power & the Tech. Ich bin gerade auf dem Weg zu meinem Lauftraining und bin gerade auf die Idee gekommen, dir einfach mal kurz zu zeigen, wo ich laufe und vor allem auch ein paar Worte zum richtigen Lauftraining zu sagen. Ich bin ganz lange Zeit richtig intensiv gelaufen, also wirklich 5-6 Mal die Woche trainiert, teilweise sogar 2 Mal am Tag und eben auch viele, meistens 10 Kilometer Wettkämpfe gelaufen. Das mache ich schon lange nicht mehr, dafür fehlt mir nämlich einfach die Zeit mit Job und Kind und Familie. Aber ich laufe wahnsinnig gerne und auch wenn ich immer wieder mal ein Video sage, dass Laufen nicht das beste Training ist zum Abnehmen und zum Fitwerden, bekomme ich immer einige, teilweise auch echt böse Kommentare von Leuten, die mit Laufen abgenommen haben. Und das ist natürlich so, dass das einfach dann auch falsch verstanden wird, weil alles, was ich gesagt habe, ist, dass ein gleichmäßiges, aerobes Ausdauertraining mit niedrigem Puls, im sogenannten Fettverbrennungspuls, der auf diese Art und Weise gar nicht existiert, aber dazu dann mal ein anderes Video, dass das nicht der beste Weg ist, um schnell Körperfett abzubauen. Das heißt aber nicht, dass Laufen eine schlechte Sportart ist, im Gegenteil. Ich laufe selber sehr gerne und ich versuche immer mein Lauftraining so zu variieren, damit ich davon wirklich den bestmöglichsten Effekt in der kürzesten Zeit habe. Und genau das möchte ich, dass du, wenn du gerne läufst oder damit mit dem Gedanken spielst anzufangen, das auch mal für dich ausprobierst. Und zwar würde ich dir empfehlen, was auch wirklich besser für die Gelenke ist und auch, wie gesagt, sehr zeitsparend ist, einfach mal Intervalltraining auszuprobieren. Das kannst du wirklich mit jedem Fitnesslevel machen, also dafür musst du gar nicht topfit sein. Alles, was du bei Intervalltraining machen musst, ist abwechselnd deinen Puls nach oben bringen und dann wieder runter. Also zum Beispiel, wenn du noch richtiger Laufanfänger bist und dich noch nicht so fit fühlst, dann kannst du einfach anfangen, schnell zu gehen als Warm-up und dann joggst du oder läufst, so schnell du eben dich noch wohlfühlst, aber schon so, dass der Puls richtig nach oben kommt und zwar so für 30 bis 60 Sekunden. Wenn du absoluter Anfänger bist, kannst du auch mit 20 Sekunden anfangen. Also die Belastungsintervalle sind bei mir eigentlich, wenn ich solche kurzen Intervalleinheiten mache, nie länger als 60 bis 90 Sekunden lang. Und natürlich gilt, je kürzer der Intervall, umso schneller sollte der Intervall auch sein. Natürlich auch wirklich ganz wichtig, deinem Trainingslevel angepasst. Wie gesagt, es ist dein subjektives Empfinden. Also wenn du dir eine Skala vorstellst von 1 bis 10, 1 ist wirklich total gemütlich auf der Couch fernsehguckend und 10 ist kurz vorm Herztod, dann sollte dein persönliches Empfinden auf jeden Fall so bei 7, 8 liegen. Es darf ruhig auch mal bis zu 9 hochgehen, aber es sollte auf keinen Fall unter 7 sein in diesen kurzen Intervallen, wo du richtig Gas gibst. Dazwischen machst du sogenannte lohnende Pausen. Das heißt, du rennst nicht und bleibst dann einfach stehen, sondern eine lohnende Pause heißt, dass du den Puls wieder runterbringst, dich dabei aber weiter bewegst. Das heißt, wenn du zum Beispiel dann schnell gelaufen bist für 30 Sekunden, dann machst du denselben Intervall oder wenn du möchtest auch gerne ein bisschen länger, zwischen 30 und 60 Sekunden, in denen du locker joggst, trabst oder wenn du noch nicht so fit bist, einfach schnell gehst. Und diese Methode kannst du unendlich variieren. Also du kannst wirklich die Intervalle ausbauen. Du kannst sie kürzer und schneller machen. Und insgesamt sollte das Training allerdings nicht länger als so 30 Minuten sein. Also ich gehe sehr oft einfach Intervall laufen für 20, 25 Minuten inklusive Warm-up und Cooldown. Und ich kann dir versprechen, dass du da wahnsinnig viel rausholst. Viel Energie, viel Fett verbrennst, dass es dir unheimlich gut geht, dass du Muskeln aufbaust. Ja, ist einfach ein sehr effektives und kurzweiliges Training und tausendmal besser als mit dem Magazin der Brigitte oder der Fit for Fun auf dem Hometrainer zu sitzen oder dabei Fernsehen zu gucken und mit gefühlten 5 Umdrehungen pro Minute Hometrainer zu fahren, weil das ist meiner Meinung nach eher für den Kopf als für den Körper gut. Okay, und jetzt möchte ich dir, bevor es bei mir losgeht, noch zeigen, wo ich laufe und ja, meine persönliche, fast tägliche Laufstrecke. Also du kannst direkt mit mir mitkommen. Wie du siehst, habe ich hier den Roller runtergelassen, weil es bei uns so eine Bullenhitze ist. Eigentlich hätte ich schon viel früher laufen gehen sollen und bin mal wieder zu spät dran. Aber Achtung, ich nehme dich mal mit raus. Ich hoffe, dass die Kamera das direkt anpasst. Hier siehst du meine persönliche Laufstrecke. Du siehst da unten den Fahrradweg. Wenn ich den hier nach links weiterlaufe, dann könnte ich, wenn ich das wollte, wirklich 30 Kilometer in eine Richtung laufen. Alles auf so einem kleinen Fahrradweg und dann wieder zurück, was ich natürlich nie tue. Also die weiteste Strecke, die ich normalerweise so im Training laufe, sind 10 Kilometer. Und hier siehst du natürlich wunderschönen Meerblick.
Ich zeige dir das nicht, um dich neidisch zu machen, sondern einfach, um dir zu zeigen, dass das meine persönliche Laufstrecke ist, die ich jeden Tag nutze. Ich laufe aber auch im Schnee und im Regen, also Wetter sollte keine Ausrede sein. Und wie gesagt, es sind 35 Grad, also ich wäre besser vorher schon laufen gegangen. Wenn du nicht so eine traumhafte Kulisse hast wie ich, dann hoffe ich, dass ich dir ein paar Sonnenstrahlen rüberschicken kann. Und ich hoffe natürlich auch, dass du trotzdem dein Fitnesstraining betreibst. Wenn es gerade wieder Hunde und Katzen regnet, dann kannst du natürlich auch meine Workouts machen und zu Hause in der Wohnung topfit werden. Ich hoffe, dieses etwas privatere Video hat dir gefallen und ich freue mich über deinen Kommentar und ein Gefällt mir. Und falls du Lust hast auf meine kostenlosen 90 Low Carb Rezepte und sie noch nicht downgeloadet hast, dann trag dich einfach ein und ich schicke dir die Rezepte zu. Ich freue mich schon auf das nächste Video mit dir. Bis dann. Ciao.